Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch einen neuen Multiplayer XP Lobby Glitch, wo ihr alle Tarnungen freischalten könnt, eure Waffen leveln könnt und Visitenkarten spielen könnt, Leute. Ich zeige euch das aus der Sicht des Spieler 1. Spieler 1 geht auf Mehrspieler gegen Bots und Spieler 2 wartet ganz normal in der Mehrspieler Lobby. Jetzt müsst ihr, Leute, Spieler 1 auf Options drücken und sagen, dass Spieler 2 euch eine Einladung senden soll. Wenn die Einladung da ist, dann geht auf die Einladung drauf, jedoch nimmt sie noch nicht an und sagt Spieler 2, dass er euch noch eine Einladung senden soll. Wenn dann oben rechts die zweite Einladung erscheint vom Spieler 2, dann müsst ihr diese Einladung hier annehmen und ganz schnell Dreieck spammen, also auf Xbox wäre es Y, sodass sich wieder dieses Fenster öffnet mit Annehmen, Ignorieren und Spielerdetails. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann drückt ihr einmal auf Zurück und drückt wieder auf Einstellungen. So, Spieler 2 verlässt jetzt die Party mit euch zusammen ins Hauptmenü und jetzt müsst ihr wieder auf Options drücken, Leute. Jetzt wechselt Spieler 2 zu Zombies. Wenn er zu Zombies gewechselt hat, dann verschwindet dieses Options-Menü. Ihr geht auf Karte wechseln und sagt Spieler 2, dass er jetzt ein privates Ausbruch-Match starten soll. Und sobald oben der Timer anfängt, dass das Spiel startet, muss Spieler 2 die Lobby alleine verlassen und euch direkt wieder nachjoinen. Und wenn ihr oben seht, dass er wieder der Party beigetreten ist, dann müsst ihr unten auf Golova die Karte Golova auswählen. So, Spieler 2 ist wieder drin, ich wähle Golova aus, Leute. Danach drücke ich auf Team Deathmatch und starte das Spiel. Dann kommt diese Meldung, ignoriert ihr. Jetzt muss Spieler 1 auf Sozial gehen und dann auf Party verwalten. Und dort müsst ihr auf Party verlassen klicken, hier unten, so wie ich. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann wartet ihr nur noch, bis ihr in das Spiel joint. Wenn ihr dann im Spiel gejoint seid, müsst ihr euch ein-, zweimal selbst umbringen. Das macht ihr entweder mit einer Splittergranate oder indem ihr out of map läuft. Wenn ihr euch dann ein-, zweimal getötet habt, Leute, dann spawnt ihr hier oben und könnt anfangen, eure Tarnung zu erspielen und freizuschalten. Ganz wichtig, damit sich alle Tarnungen, Visitenkarten speichern, muss Spieler 1 ein Konsolenspieler sein. Entweder PlayStation-Spieler oder Xbox-Spieler. Wenn Spieler 1 ein PC-Spieler ist, dann werden sich die Tarnungen für euch leider nicht speichern. Aber falls ihr einen Konsolenspieler als Freund habt, dann speichern sich die Tarnungen. Wenn ihr euch jetzt so hier hinten an die Mauer stellt wie ich, dann wird der Spieler immer vor euch spawnen und ihr könnt so Visitenkarten freispielen, wie zum Beispiel die Abschusskette, wo ihr 8 Kills hintereinander machen müsst. Ihr könnt auch ganz easy hier eure Herausforderungen freispielen, so wie die Herausforderung zum Beispiel, wo ihr ein feindliches Trophy-System hacken müsst und damit Granaten abfängt. Also mein Kollege hat Trophy-System geworfen, ich habe das extra Spionage mit, habe sein Trophy-System gehackt, er wirft seine Granaten dahin, ich töte ihn und er wirft wieder erneut Granaten hin. Geht auf jeden Fall viel schneller als im Multiplayer. So, das war's dann auch mit dem Glitch, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und falls ihr irgendwelche Leute braucht, die euch dabei helfen oder mit denen ihr das zusammen machen wollt, könnt ihr auch gerne meinen Discord joinen. Dort könnt ihr euch auch gegenseitig helfen. Und je größer die Community wird, desto mehr Spieler hat man dann, wenn man mal jemanden braucht. Danke fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao.